Moini! Heute starte ich meine erste Radtour, Mehrtagestour 2024. Und diesmal in Begleitung mit meinem Arbeitskollegen Maurice, der sein neues Gravel-Bike ein bisschen testen möchte. Mein Fahrrad kennt ihr ja. Ich habe sogar einen Passagier dabei, wie es scheint, der will mit. Der oder die, keine Ahnung. Muss erstmal beschnuppert werden. Alles neu, alles anders. Ja. Heute geht es erstmal Richtung Braunschweig. Unser eigentliches Ziel ist der Brocken, das schaffen wir aber heute nicht, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Es ist nämlich jetzt schon 15 Uhr. Heute machen wir 60 plus und dann gucken wir, wo wir heute Nacht übernachten, damit wir morgen auf dem Brocken rauf können. In aller Herrgottsfrühe bzw. in guter, ausgeschlafener Frische. So, jetzt geht es aber erstmal auf die Tour, ne? Denn wir sehen uns später. Rechts, links? Okay. Fahren wir einfach erstmal ohne, ne? Naja, Richtung 191 wissen wir ja Bescheid. Das ist ja nur später dann. Hast du jetzt gewogen, was du jetzt insgesamt an Gepäck hast? Besser nicht, sagst du, ja? Zu viel für meinen Geschmack noch. Ja, habe ich zu spät realisiert. Ich dachte, hier vorne wird was zum Rauffahren sein. Fahren wir geradeaus oder hier? Jetzt erstmal 50 Kilometer geradeaus. Ach stimmt, das ist ja schon die 214. Ich hab gedacht, die ist weiter unten. Ja, ich fahre hier so selten lang, weißt du? Oh,
komm, Schumi. Gib Schumi. Nee, gib Gummi, Schumi. Wir haben heute noch was vor. Scheiße, Alter. Auf ins Abenteuer. Auf ins Abenteuer. Ich bin mal gespannt. Ja. Ja, so, wir sind jetzt schon aus Celle raus. Jetzt fahren wir hier an der B214. Genau 50 Kilometer bis Braunschweig. Und dann geht es erst irgendwo weg. Mal gucken, wie das wird. Ziemlich laut auf jeden Fall, wie man es hört. Aber heute heißt es erstmal Strecke machen, weil wir zu spät gestartet sind aufgrund unserer Arbeitszeit. Wir hatten heute Nachtschicht und deswegen sind wir erst um 15 Uhr gestartet. So, jetzt werden wir aber erstmal ballern, gucken, dass wir ordentlich Strecke machen. Oder mussten wir da lang? Und da ist die. Ja, aber drehen. Okay, das erste Mal verfahren. Aber nur wenige Meter. Hier oben steht ja auch, Braunschweig. Nur noch. Na dann. Ja, wir haben ja noch 20 rum. 19,3. Und die Linie. Die müssen wir hier lenken. Ja. Ich habe einfach nur Pfeile quasi an, ne? Ja, er piept auch. Ich habe ihn ja jetzt nicht eingeschaltet, weil ich irgendwie die GPS-Daten von Komoot nicht an Berlin senden konnte. Wo du planst die Strecken mit Komoot oder mit Mappy oder was auch immer und sendest die GPX-Daten an Berlin, an die App, die übernimmt das, fragt vorher noch, ob du das nur als Kompass oder richtig als Navigation nutzen möchtest. Und wenn er das, wenn er das abspielt, beziehungsweise rübersendet an den Fahrradcomputer hier, dann kannst du ein Display ausmachen und dann siehst du hier alles. So, unsere ersten 45 Kilometer haben wir geschafft.
Wir machen jetzt hier an einer Raststätte direkt an der Auffahrt auf die A2 eine längere Pause. Jetzt wollen wir uns ein bisschen was Verpflegung holen und beziehungsweise Maurice muss da noch mal was zum Essen kaufen. Ich persönlich habe ja alles und dann essen wir hier noch ein bisschen was, Regenklamotten anziehen, weil es jetzt anfängt zu regnen und dann geht's weiter. Ja, wie man schwer erkennen kann, es ist Nacht. Nein, mich kann man schwer erkennen. Wir sind jetzt in Braunschweig und jetzt müssen wir durch Braunschweig durch und dann geht's auf Schlafplatzsuche. So, wir haben jetzt unser Nachtlager für heute erreicht und auch aufgeschlagen. Mittlerweile ist es aber so dunkel, dass man hier gar nichts filmen kann. Wir sind hier mitten in einem Wald. Wir haben Wolfenbüttel noch durchquert und haben jetzt erstmal das Nachtlager aufgeschlagen. Morgen werde ich das dann vielleicht nochmal bei Tageslicht alles einmal abfilmen, dass ihr auch mal seht, wie wir denn so nächtigen, beziehungsweise ich füge ein Foto bei. Eine Nachtaufnahme habe ich gemacht. Ja, ansonsten, die Fahrt bisher war sehr gut. Wir haben heute gut Kilometer geschrubbt. 80 Kilometer sind es geworden. Und ja, jetzt ist mittlerweile die Zeit sehr fortgeschritten. Wir haben jetzt 22.29 Uhr. Also auch Zeit, um ins Bett zu gehen. Ich bin ordentlich kaputt. Die Strecke war aber sehr gut zu fahren. Wir hatten so einige Schauer und die haben wir eigentlich recht gut weggesteckt. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Guten Morgen. Ja, die erste Nacht ist rum. Es ist jetzt 7:30 Uhr. Wir haben hier genächtigt. Das war unser Schlafplatz. Die Nacht war angenehm, trocken. Und ich habe erstaunlich gut geschlafen. Aber das mag auch daran liegen, dass wir gestern sehr spät hier angekommen sind, ordentlich Strecke gemacht haben. Und jetzt, ja, jetzt ist es schon 7:30 Uhr. Das war gut. So, jetzt heißt es wieder Sachen zusammenrödeln, ein bisschen was frühstücken, zumindest wenigstens einen Kaffee trinken und dann ab auf die Strecke. Thank you.
mich sogar gefreut, dass wir schneller geworden sind. Links folgen. Hier ist heute das Ziel. Das Endziel. Hier rechts, 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 rechts. Und dann da in die 30er-Zone rein. Das war gut, ey. Aufgewärmt, aufgegessen, aufgetankt. Ballast abgeworfen. Warte mal, sind am Bahnhof nicht so eine Schließfächer? Aber hier, ich glaube hier nicht. Ja, wir kommen ja sowieso hierher zurück. Vielleicht ein kleiner Extra. Ja, mach das. Ich merke schon. Du willst es auf die Spitze treiben. Du willst alles geben und Höhenmeter ohne Ende sammeln. Nein, das ist einfach. So ist eigentlich wirklich sehr stumm. Ja. Ich mache das, wie ich vom Fahrrad abfallen würde. Wohl? Ich glaube, ich muss meinen Helmüberzug auch abstreifen. Luft an die Batschbirne. So, wollen wir? Aktuelle Steigerung kann ich jetzt ansehen. Na? Zentrum war gerade. Wie viel? 7. Er ist schon relativ viel, aber es wird auch noch eine Ecke mehr. Ich habe den kleinsten Gang, ne? Jo. Wir werden gleich kotzen, ich sag's dir.
Ja, wir sind jetzt mittlerweile durch Bad Harzburg durch und haben die ersten Höhenmeter hier schon gemacht. Jetzt werden wir da noch mal rauffahren, da gleich in die Kehre gehen und dann da weiter hoch hinter mir. Da geht es auch noch mal ordentlich rauf. Ja, und das nächste Ziel in, ich weiß gar nicht mehr in wie weit, in 12,4 Kilometern ist der Brocken oder die Brockenspitze. Mal gucken, wie wir das schaffen. Schön wär's, oder? Ja, gut, alles klar, dann geht's jetzt erstmal weiter. So, der Brockengipfel ist schon zu sehen, aber leider im Nebel, im totalen Dunst. Die letzten 550 Meter. Und da habe ich es geschafft. Maurice ist schon oben, der ist ziemlich weit hochgefahren. Aber selbst das letzte Stück hat er noch geschoben, das habe ich gesehen. Meter. Letzten Meter bis zum Stein. Heide Witzka. Was für eine Tour. Schade, dass es so neblig und diesig ist und man die Aussicht leider nicht genießen kann. So, geschafft. Ein weiteres Mal hier oben. Na komm her. Ganove. Ja, ihr Lieben, jetzt bin ich in Bad Harzburg angekommen. Wir sind hier direkt am Bahnhof. Maurice ist noch mal schnell zum Netto gelaufen. Der will noch was zu trinken holen. Und wir nehmen den nächsten Zug und dann sind wir heute Abend auch schon wieder zu Hause. Das war bis hierher eine richtig geile Tour, auch wenn sie super anstrengend war, auf den Brocken raufzukommen. 7 Stunden 50 insgesamt haben wir heute gebraucht, um vom Startpunkt, wo wir übernachtet haben, bis auf den Brocken raufzukommen. Und nur eine Stunde und knapp 30 Minuten, um vom Brocken wieder nach Bad Harzburg runterzukommen. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 67 km/h war das für mich auch, ja, eine ganz schön schnelle Nummer. Aber es hat riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, hier wieder mal zuzuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einmal ein Like da lasst und abonniert
um nichts weiter zu verpassen. Viel Spaß beim nächsten Mal und danke fürs Reinschauen. Ciao.